Sie sind hier, 3. November 2018, 11.20 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Michael Reschke sieht sich zunehmend harter Kritik ausgesetzt. Urheberrecht Getty Images. Michael Reschke darf sich über Zuspruch aus den eigenen Reihen freuen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats springt dem in die Kritik geratenen Sportvorstand zur Seite. Sportvorstand Michael Reschke vom kriselnden Bundesligisten VfB Stuttgart bekommt nach der Kritik von Aufsichtsrat Guido Buchwald prominente Unterstützung, obwohl die Mannschaft es bislang auf dem Platz auch aufgrund von großen Verletzungsproblemen noch nicht umsetzen kann. Bin ich nach wie vor von Michael Reschkes Arbeit in jeder Hinsicht überzeugt, sagte Buchwalds Aufsichtsratskollege Hermann Olicher, 69, Stuttgarter Medien. Buchwald steht zu Kritik. Buchwald, 57, hatte Reschke einen Tag vor dem wichtigen Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt, 0:3, im Interview mit Sport1 verfehlte Personalpolitik vorgeworfen. Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe, betonte er, lediglich der Zeitpunkt seiner Kritik sei unglücklich gewesen. Buchwald muss sich dafür laut Präsident Wolfgang Dietrich bei der nächsten Aufsichtsratssitzung Anfang Dezember verantworten. Reschke sieht trotz der in der Öffentlichkeit ausgetragenen Debatte keine innere Zerrissenheit des Clubs. Wir gehen sehr partnerschaftlich miteinander um. Störfeuer müssen wir wegstecken. Von einem Rücktritt sei er im Moment weit weg, betonte der 61-Jährige von Sportinformationsdienst.